Fotografie total. So lautet der Titel einer neuen Ausstellung, die seit heute im Frankfurter Museum für moderne Kunst zu sehen ist. Gezeigt werden Werke aus der museumseigenen Sammlung, vor allem Fotografien aus den 60er Jahren bis heute. Also es ist eine Auswahl aus unserer Sammlung mit ganz unterschiedlichen Aspekten von Fotografie, die die Künstler heute, Fotografen und Künstler heute benutzen, in einer ganz großen Bandbreite vom Fotojournalismus bis hin zur künstlerischen Fotografie. Und die Konsequenz der Fotografie sind natürlich auch die bewegten Bilder, auch die haben wir mit reingenommen. Sehr viele Künstler arbeiten heute sowohl mit Fotografie als auch mit Film, als auch natürlich mit den neuen digitalen Videotechniken. Und dementsprechend ist auch eine ganze Reihe von Videoinstallationen in die Ausstellung mit integriert. Neben Kunstfotografien und Videoinstallationen liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Reportagebildern wie die der Journalistin Anja Niedringhaus. Zu sehen sind die rund 800 Kunstwerke in wechselnder Zusammensetzung noch bis Januar 2013.